Ja, hallo und willkommen zurück. Hier, nimm meine Kleeblätter aus. Du kannst auch im Bett schlafen, Keule. Hinweise drauf, wie ich das sehe. Hier sind einfach Hinweise drauf. Gibt's hier noch was? Kann ich noch was, irgendwas schnorren? Da die Konflikte zwischen Kiebitz und Dachsen sich etwas gelegt haben, können wir, ach, du weißt schon, unsere Liebe der Welt verkünden. Oh, ich weiß nicht, meine süße Romia. Was werden die anderen denken? Sie werden es verstehen. Wenn nicht, was soll's? Jetzt kümmere mich nur, was du denkst. Mein lieber Julio. Hm. Oh, meine süße Romia. Hm. Ja. Ihr werdet ganz viele hübsche Kinder haben. Hier schwimmen kann ich ja nicht, das wissen wir. Er flucht seine vermaledeite Kiebitze. War dieser Krieg und die ganze Sabotage wirklich nötig? Ah, nun ja, ihr habt die ganze Nacht in der Mine gearbeitet, direkt neben ihren Häusern und ohne... Du weißt schon, Genehmigung. Ja. Willst du mir etwa dumm kommen, Kleiner? Oh nein, ich versuche keinesfalls dumm zu sein. Tja. Wir wären früher fertig geworden, wenn diese Spatzenhörner ihre Schnäbel nicht in unsere Angelegenheiten gesteckt hätten. Wenn man genau darüber nachdenkt, ist es also ihre Schuld. Oh, fängt der Mist schon wieder von vorne an, als wir die Nacht durchgearbeitet haben. Ich denke nie nach. Schlechte Angewohnheit. Oh, okay. Hey, kleiner Brotkerl, was geht? Oh, hallo, Skittle. Ah, das sind übrigens tolle Farben. Oh, danke, Waschbärenjunge. Du findest nicht, dass es mit dem Hut, weiß schon, zu Gold aussieht? Nein, keinesfalls, aber ich bin sicher. Auch nicht die beste Person, um das zu beurteilen. Ja, dieser Pulli ist schon sowas von altmodisch. Was wollt ihr eigentlich? Wir suchen nach einem rosafarbenen Sittich, der Königin Beatrix. Hast du ihn vielleicht gesehen? Tut mir das nicht alle. Was? In einer Morgentoilette? In einer Morgentoilette habe ich ein Wurzling gesehen. In einem rosa. Ja, einen rosafarbenen Vogel. Einen Großbaum im Randgebiet raufschleppte. Ich habe sie nicht erkannt, also dachte ich, es wäre ihr Mann. Eben das seine, nicht wahr? Aber ich hoffe, sie steckt nicht in Schwierigkeiten. König Beatrix will sie unbedingt zurück. Okay, finde deinen rosa gefiederten Sittich, kleiner Waschbärjunge. Eilo, finde sie. Okay, okay. Okay. Haben wir Karte. Randgebiete. Was sind Randgebiete? Außenposten? Ein Baum hinauf. Nämlich jetzt in Randgebieten. Ein Baum hinauf. Gehen erstmal nach hier. Wir speichern erstmal. Baum hinauf. Ich will jetzt gerade nicht kämpfen. Ja, entspann dich, Bro. Schammer. Wie groß bist du? Gamiel. Er braucht garantiert. Na komm.
Hier, Willenspunkte. Na komm, noch einmal Schnittwunde. Rücksammeln. Muss Willenspunkte sammeln. Das ist hier bald wieder out of order. Ein Baum hinaufschleppte. Kannst du graben? Ist nichts mehr, okay. Wie komme ich da hin? Da ist er. Warum hockt er? Aber wie komme ich da hin? Kann ich dich aktivieren? Aufträge. Servierita. Farmland. Das ist fast bei den Wurzeln. Jetzt ist aber die Sache, wie komme ich hier hoch? Lässt nicht kämpfen. Wie komme ich da hoch? Nein, ich will nicht ins königliche Viertel. Was ist das? Hebt mir noch irgendwas, um da hoch zu kommen. Ich. Oder? Na komm, Suppen kennen wir die einfach. Bist du echt speziell? Naja, ich brauche Willenspunkte, ich weiß. Muss ja irgendwie da hochgehen. So, hast du noch irgendwelche Informationen für mich? Ah, Tarnador, ja. Unterholz, der Fuß, bla bla bla. Okay, kennen wir schon. Das kannten wir schon. Ah, hier ist Rita. Das. Ah, cool. Ich sag mal ganz wahr. Okay. Jetzt Wackelpudding. Komm, okay. So. Pilzsoße. Ah, okay. Die können wir schnell holen. Kein Problem. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ich habe ja gar keine Lust geradezu. Dann fahren wir mal ins Kiewitzdorf. Gucken, was wir von ihr kriegen. Dein Fass suchen wir auch gleich. Pilzsoße müsste das hier sein. Ich brauche mich mal leer.
Na komm. Haha. Hier ist noch eine blaue Kiste. Geht kaputt. Gucken, was wir von ihr bekommen. Den Verteidiger. Nicht schlimm. Warum ist so. Du machst nochmal den Verteidiger. Suppenkill ihn einfach. Jawohl. Das nächste Mal wieder aus den vollen schöpfen, würde ich sagen. Soße. Aber Soße alleine kann man wohl kaum als Gericht bezeichnen. Schwieriger Fall, Mist. Bezahlt ganz recht. Wertung der kulinarischen Erfahrung verbessern. Ja, komm. Okay, Rabattgut. Nimm diesen Rabattgutschein, den ich gratis zum Küchenführer erhalten habe. Ein Rabatt nehmen. Okay. Schwanz, was? Schwanzschlag. Einmal eins. Nee, das wollen wir ja nicht. Aber muss ja irgendwie noch was ändern können. Reihenfolge, ja, ist okay. Aber ich kann da noch was machen. So. Bei den Wurzeln. Zu den Wurzeln. Ja, das wäre hier gar nicht verkehrt. Müssen wir nur rüber. Im Wurzellabyrinth. Ja. Machen wir das eben mal schnell. Geil, der hat mich nicht registriert. So, hier sollen wir noch ein Fass suchen.
Können wir hier reinzoomen? Hier sollen wir nach dem Pass suchen. Ja, lässt sich alles finden, ne? Und eine Farm soll ich suchen. Naja, sammeln wir mal ein bisschen Erfahrungspunkte. Ach komm, einfach wegkillen. Ah, Schnittwunde, okay. Komm. Username, you should on it, do an attack. Kein Problem. Ja, Schwanzschlag. Ohrenschwanz. Aschesturm. So, ich kann immer nur einen von der Reihe auswählen. Das ist schon ganz gut. Ja, hier oben drauf pennt einer. Aber ich muss diese Dinger hier irgendwie aktivieren. Da ist keiner. Da ist keiner zu Hause. Alter Wurzeln. Außenposten, Dachsmin, Kristallmin, nee. Wir müssen hier schon suchen. Wir gucken jetzt erstmal hier uns noch einmal um. Ich weiß, dass da irgendwer ist, aber ich muss irgendwie dieses Pilzding aktivieren können. Einfach mal weg Suppen killen. Will ich denn hier was finden? Er ist ja kein wirkliches Labyrinth, aber wie soll ich hier was finden? Mal zur Lichtung. Also, wir sind weiter Wurzeln. Außenposten, Ausgrabungsstätte, Unterholz. Jetzt mal weiter. Dürfte nicht allzu viel los sein. Nehmen wir einen Apfel noch mit. Ganz ehrlich. Das Fass kann gar nicht so weit weg sein.
große Stamm. Okay, der fällt nicht um. Ich würde bald sagen, mir fehlt ein Utensil. Darin war ich schon. Kein Problem, hinzukommen. Zack, zack, zack. CNRP, CNRP, PP. Nee, ich muss irgendwie einen Enterhaken haben, damit ich weiterkomme. Wo ist dieser Enterhaken? Komme ich noch nicht weiter, also können wir nicht weiter suchen. Okay. Dann werden wir uns mal zum Turnier begeben. Na komm, buddeln mal. Dann werden wir uns zum Turnier jetzt begeben. Wir können die Pilze auch noch nicht aktivieren. Naja, richtig gut war es nicht, aber für Suppenkellen reicht. Zack. Komm, weg. Fünf Erfahrungspunkte. Yay. Was haben wir denn da? Haha, erwischt. Okay, dann gehen wir jetzt zum... Geile Nummer. Was? Nö. Lasst mich. Will ich nicht wieder boxen, da gibt es keine Erfahrungspunkte. Gibt es auch keine Erfahrungspunkte. Mir fehlen noch vier Fertigkeiten. Ja, das lohnt sich nicht mehr. Wollen wir mal ein Ründchen schlafen? Komm, wir packen. Wir legen uns noch mal ein Ründchen aufs Ohr. So, da sind wir wieder einmal voll. Na denn, weiter geht's. Tipp, 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 tipp.
So, einmal kurz Gewürze speichern. Ich würde sagen, hiermit beende ich die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn, ciao.